Alle Jahre wieder lädt auch die IHK Magdeburg zum Neujahrsempfang. Aus Tradition wieder im Maritimhotel, in das am 10. Januar 2019 rund 850 Gäste aus Wirtschaft und Politik Sachsen-Anhalts gekommen waren. Ein willkommener Anlass, um auch mal ganz privat das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und ins neue Jahr 2019 zu schauen mit all seinen guten Vorsätzen. Erstmal interessante Gespräche, natürlich viele Menschen treffen, die man ein Jahr teilweise nicht gesehen hat. Interessante Gespräche, hören, was der Gastredner oder unser Ehrenredner ja, zu sagen hat. Und ich hoffe, dass es ein interessanter Abend wird und natürlich noch Kontakte knüpfen. Vor allen Dingen gesund zu bleiben, mit der Familie viele schöne Stunden zu erleben. Und ich warte stündlich auf die Information von meiner Schwiegertochter, dass ein Enkel zur Welt kommt. Gesundheitlich eine Stabilität zu erreichen und dann natürlich alles zu tun zum Wohle der ganzen Republik, also wirtschaftliche Stärke, dass die auf jeden Fall auch wirkt, dass wir in den europäischen Beziehungen irgendwie Stabilität erreichen und vor allen Dingen, dass wir den Weltfrieden erhalten können. Das ist ganz wichtig. Den offiziellen Teil des Abends eröffnete das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode musikalisch. Inhaltlich oblag diese Aufgabe IHK-Präsident Klaus Olbricht. Er gab in seiner Eröffnungsrede die inhaltliche Richtung des Abends vor. Vor dem Hintergrund der Europawahlen im kommenden Mai haben wir unseren Neujahrsempfang unter das Motto Europa, wohin Steuern, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gestellt. Meine Damen und Herren, was verbinden Sie mit Europa? Ich verbinde mit Europa vor allem ein Wort: Frieden. Neben Europa blieb der Blick aber auch im Land, genauer bei der Lage der Azubis und deren Zukunft. Es kann nicht sein, dass man 3 Jahre einen Azubi da hatte, wie ich es immer wieder auch vorgetragen bekomme, wenn ich unterwegs bin. Und anschließend gibt es dann doch nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Wie soll da Familienplanung, wie soll da sozusagen auch Stabilität in eine Biografie hineinkommen? Da sind wir jetzt alle gefordert, auch wir im öffentlichen Dienst. Für den größeren Rahmen war dann wieder der Gastredner zuständig. Bundestagspräsident AD Professor Dr. Norbert Lammert hielt ein flammendes Plädoyer für die europäische Gemeinschaft. Ich sehe nirgendwo auf dieser Welt, in irgendeiner anderen Region, einen vergleichbar ehrgeizigen, zugegebenermaßen auch komplizierteren, jedenfalls intelligenteren Anlauf, mit dieser Situation fertig zu werden, als den Anlauf, den die Europäer nun seit 60 Jahren mit immer mehr Beteiligten und immer mehr Handlungsfeldern gemeinsam unternehmen. Nämlich aus der Einsicht in ihre begrenzten, jeweils eigenen Gestaltungsmöglichkeiten die historisch beispiellose Schlussfolgerung zu ziehen, Souveränität zu teilen und durch gemeinsam wahrgenommene Souveränität einen möglichst großen Einfluss auf die Geschäftsbedingungen einer globalen Welt zu bewahren oder wiederherzustellen. Nach dem offiziellen Teil konnten natürlich noch Kontakte geknüpft werden. Mit dem neuen Jahr hat schließlich auch das neue Geschäftsjahr begonnen.